den Tag der Arbeit, gleich der Wochenendausgang. Schönen guten Abend mit Lukas Resitaritz, Eva Marold, Gerald Fleischhacker, Gerald Wotterwa und Andreas Witterseck. Manche Festtage sind für uns ja wie geschaffen. Gestern Tag der Arbeit, der ist vorbei. Heute Tag der Ruhe. Nein, übermorgen ist der Welttag des Lachens. Da geht es um die gesundheitsfördernde Wirkung des Lachens. Dafür haben wir hier ganz viele Artikel, unter anderem auch von den Klinik-Clowns, zur Verfügung gestellt. Ja? Freue mich auf besonders lustige Antworten und dafür gibt es dann diese Goodies. Gleich zu Beginn hätte ich gerne von euch gewusst, wer oder was ist ein Sohlenzeiger. Und zwar mit OH. OH, also nicht also, die Salzsohle. Nicht die Sohle, nicht die Sohle. Ist einer, der in einer Fernsehdiskussion oder per Interview zeigen möchte, dass er teure Maßbock hat und dann immer einen Haxen über das andere Knie legt, dass man sieht, dass dort draufsteht Reiter oder, der Schuhmacher, von dem er den Bock hat. Dieser Sohlenzeiger. Eine Trara auf Deutsch. Okay, also du meinst, das ist wunderbar. Das heißt, wenn ich mich jetzt so hinstellen würde so, also, und gönnerhaft weiter Fragen stellen würde, dann wäre ich ein Sohlenzeiger. Genau, dann sagt man, sieht man, yellow, okay. Ja, aber es gab tatsächlich in der ersten Zeit, wie die Europäer in die Welt aufgebrochen sind, haben sie eine Spezies entdeckt, die haben die Füße als Schattenspender verwendet. Skiapoden haben die geheißen. Die sind so, ich zeige das jetzt ganz kurz, die sind so dargelegen und der Fuß ist so groß, dass wenn die Sonne scheint, sind sie drunter im Schatten. Das könnte der Sohlenzeiger sein. Das ist so, das ist sehr gut. Da kriegst du mal das erste Spaßbällchen. Ja. Dem Lukas wollte ich vorher auch noch was für diese hervorragende Abhandlung zukommen lassen. Aber die gab es, kann man im Internet nachschauen und das ist immer wahr. Ja, das war, das ist total wahr. Von dem der Fuß eingeschlafen ist, hat er einen Sonnenbrand gekriegt. Und das mit dem Sonnenschirm ist dann erst später gekommen. Der hat sich aus dem Sohlenzeiger entwickelt. Der Sohlenzeiger könnte auch von einer großen Uhr sein. Der Zeiger, der kleine Zeiger einer Uhr, die Form einer Sohle hat. Zum Beispiel gibt es ja auch Uhren, die nicht nur diese geraden Zeiger haben, sondern weil sie halt irgendwie oder weil sie Rolex hat, zum Beispiel, glaube ich, so einen Zeiger. Ich weiß es nicht, vielleicht gibt es auch Uhren mit Sohlenzeiger. Die Sohlenähnliche haben, Sohlenähnliche Zeiger haben. Sohlenähnlich, also wie Schuhsohlen. Genau. Okay. Also, du meinst, wenn so eine Schuhfabrik eine Uhr macht, dann schaut das auch aus wie Sohlen. Oder du kriegst zum Beispiel du kriegst als Weihnachtsgeschenk von der Schuhfabrik kriegst du eine Uhr mit Sohlenzeiger. In deiner Größe. Ja, da musst du aber Stadtbude sein. Oder eine Uhr, die ausschaut, wie wenn einer draufgestiegen war. Genau. Ich glaube, es ist schon, hat doch mit der Uhr zu tun und auch mit damit, dass wir alle viel weniger Geld haben und die Wirtschaftskrise da ist und manche sich nicht einmal mehr eine normale Sonnenuhr leisten können und sich deswegen einfach den Nagel des großen Zehens ganz lang wachsen lassen und den dann richtig in die Sonne halten und dann zeigt der große Nagel quasi die Uhrzeit an. Und das ist dann der Sohlenzeiger. Jetzt weiß ich, warum du dauernd zu spät bist. Er kommt immer zu spät und ich weiß nicht, auf welche Uhr er ist. Aber ist tot. Hey. Ja. Oder ein neuer Job im Gemüse am Bau. Biobauer, wenn ein Stadtmensch kommt, der kein Gemüse kennt, wo sind die Fisolen? Da sind die Fisolen, ist der Fisolenzeiger. Ja. Na schön. Ja. Ich mag es, ich mag doch deine Wortschreibung. Kann es ein Tier sein? Ein Tier? Ein Viech? Sicher kann es das sein. Mache Viecher tun irgendwie die Rotbauchunke, schmeißt sie am Rücken und dann schreckt sie das verfolgende Tier, weil das dann rot ist plötzlich. Mhm. Und dass irgendein Viech gibt, das zeigt plötzlich die Sohlen her und dann. Und gibt Fersengeld. Und gibt der andere. Ist das ein Tier? Aber wie es versucht hat, sogar schon. Ist es ein Tier? Das gab es so, aus der Hüfte. Der Oliver sucht jetzt schon zum dritten Mal Blickkontakt. Nein, mir fällt genau nichts ein. Ja, ich nehme mich von der Seite zu. Ich wollte mich nur vergewissern, ob du noch atmest. Also, aber jetzt überlege ich krampfhaft,
Krampfhaft? Ja. Krampfhaft? Na, brauchst du nicht. Ganz na, locker. Wir machen mir fällt nur was Ordinäres sag ein. Sag was Ordinäres. Ja, 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 sagen. Aber das will ich nicht sagen. Das würde mich schon interessieren, wie man von dem Wort Sohlenzeiger auf was Ordinäres kommt. Es geht man immer. Geht bitte vier immer. Männer da. Ordinär geht immer. Ordinär geht immer aus. Du hast Sohle, Sohle mit OH. Ja? Ja, ja. Schöner Fuß. OH. Jetzt müssten wir also nicht so wie O Sohle mio. Aha. Müssen wir da recht schreiben können. Ja. Talsohle. Ja. Das ist zum Beispiel, wenn du am Berg oben stehst und du weißt nicht mehr, wie du oben kommst, sagt der die Sohle. Das ist Berg. Sowas von ordinär. Ja. Ja. Ist, du weißt ja nicht, was sie am Berg umgemacht haben. Das war ja nicht meine ordinäre Antwort. Ach so. Meine ordinäre Assoziation. So. Mhm. Ja. Man soll sich auch über Krankheiten nicht lustig machen, wenn er hängt, dann ist er ein Sohlenzeiger. Ne? Ja. Schön, ja. Okay, so kommen wir. Na, du hast schon was. Das kann man, darf man ja eigentlich gar nicht honorieren. Aber sind wir auf der richtigen Spur? Ich glaube, ist der Sieger eine Entschuldigung. Beim Fußball, wenn man eingewechselt wird, muss man doch immer die Stoppeln herzeigen. Genau. Ja. So und das, vielleicht gibt es jetzt einen extra Schiedsrichter, weil die werden immer mehr Schiedsrichter gibt es jetzt. Es gibt den vierten, es gibt den fünften. Genau. Nur der fünfte zum Sohlenherzeigen. für die WM als Versuch. Ja. Nein, ein Sohlenzeiger. Ja, ich kann mich helfen. Ein Sohlenzeiger. Ich will dir helfen. Ich will dir helfen. Ein Sohlenzeiger ist nämlich definitiv ein Sohlenzeiger. Also jemand, etwas, das die Sohle zeigt. Ist er vielleicht auch. Nein, ich glaube, das gar nicht. War eine tolle Hilfe, danke. Ja. Naja, das ist er. Ja, aber vielleicht. Ja. Gerne. Du weißt, Andi, ich helfe dir immer gerne. Ich motiviere dich auch mit einem kleinen Bällchen. Aber Oliver, schon lange her, dass du schon klären gelernt hast, oder? Das ist eine Nase. Aber das ist keine Nase, nein, das ist ein Bällchen. Ist es die Innensohle? Es gibt ja im Schuh eine Sohle und quasi die äußere Sohle. Nein, es ist die äußere Sohle, weil es geht doch beim Schuhkauf, geht es auch darum, da gibt es ja zwei Fraktionen. Die Ledersohlenfraktion und die Gummisohlenfraktion. Welches Profil man hat. Zum Beispiel. Und damit du den Schuh nicht anfassen musst und einfach siehst, was für eine Sohle der hat, gibt es den Sohlenzeiger. Und so sieht er aus. So wird nämlich, das unten ist der Sohlenzeiger. Ja, und der zeigt dir die Sohle. Und du brauchst nicht den Schuh anschauen und angreifen, sondern siehst automatisch, der hat eine Ledersohle. Das heißt, aufpassen, wenn man... Wo sehe ich da, dass der Ledersohle hat? Nein, da jetzt nicht. Falsche Richtung. Du bist ein schlechter Sohlenzeiger. Musst der hintere gehen. Das siehst du da. Ah, da drüben. Danke. Das sieht man auf der anderen Seite von mir. Ja. Es ist ganz einfach. Da den Schuh rum. Und der hat eine Ledersohle. Eindeutig. Deine Ledersohle, nicht? Ja. Also aufpassen, wenn du dann über Teppiche gehst. Da hat mir die Antwort vom Fleischhacker Gerald besser gefallen. Ja. Was war das für eine? Also die ordinäre. Gut. Nein, die gilt in dem Fall nicht. Das ist der Sohlenzeiger. Langwert. Ich bedanke mich bei Martina Regele aus Berchtesgadorf mit einem 300-Euro Physikumschein. Es gibt hier jemanden im ORF, der sich ganz auf eure Hilfe verlässt. Ihr wisst, um wen es sich handelt, unseren heißgeliebten Archivar, den Herrn Bruckmann. Und zu dem schalten wir jetzt, denn er hat schon wieder ein Problem. Grüß Sie, Herr Oliver. Also das verstehe ich wirklich nicht. Da schauen Sie mal her. Das ist in Australien. Da ist ein Eisbär. Ausgestopft. Na eh klar, sonst wäre es ja ein Zoo und er wird nicht in der Glasvitrine drinnen sein. Aber was mich wundert, auf der Glasvitrine, da ist ein Zettel. Und auf dem Zettel steht, dass sich Kinder mit dem Eisbären nur dann fotografieren lassen dürfen, wenn auch ein Erwachsener mit auf dem Foto ist. Haben Sie dafür eine Erklärung? Ich nicht, aber schauen wir mal, was das Rateteam zu bieten hat. Naja, vielleicht steht er in einem Sexmuseum ab 18. Das geht dann nur in Begleitung Erwachsener. Lieber Gerald, erklär mir bitte diese Sexualpraktik. Mit Eisbären? Es ist ja auch schön, die Natur bei der Sexualität zu erleben. Da gibt es doch so Clubs, wo sie sich so Plüschverkleidungen anziehen. Und außerdem ist der Sohlengänger und auch Sohlenzeiger. Ja. Damit man keine Erpresserfotos machen kann. Man kann ihr Kind wurde von meinem Eisbären gefangen. Jetzt aus der Nase. Dann hat es sicher was mit der Größe von diesem Bären zu tun, dass man einen Vergleich hat,
aber es gibt ja wahnsinnig... Du kannst auch lineal hinstellen. Ja. Ja, aber es ist nicht blöd. Aber es gibt doch, ich hätte schon noch eine Theorie. Wenn der, bei den Händeln ist ja auch so, selbst wenn sie tot sind, laufen die weiter. Und auch wenn er erst kurz tot ist, kann es ja sein, dass er noch einmal angreift. Und der Eisbär hat Kraft. Geralt, der ist ausgestopft. Vorsicht, Oliver. Der ist ausgestopft, Vorsicht. Nicht Vorsicht. Es sind schon Mumien auferstanden. Ja. Danke. Es war der Opa. Ja, wir kennen noch nichts eher. Es war doch der Opa. Nein, also ausgestopfter Eisbär, er kann definitiv nicht mehr gehen. Dafür verbürge ich mich, also das ist es nicht. Nein, die Kinder dürfen sich nicht alleine mit dem Eisbären fotografieren lassen. Und jetzt möchte Gerald Fleischhacker etwas sagen. Weil da war auf dem Zettel stand Bundy Bear. Damit man nicht glaubt, ist ein Teddybär. Ja. Na, vielleicht ist das, quasi vom L-Band, der ausgestopfte L-Bandi, und damit die Kinder nichts Böses über Frauen lernen oder so. Ich weiß nicht. Nein. Oder er bewegt sich noch. Oder es ist so ein, es gibt ja auch, ausgestopft. Jo, aber man kann ja auch nur den Arm ausstopfen, einen Motor hineingeben, wieder hineintun und dann kann er machen. Und was der Erwachsene? Na, und er macht genau in der Höhe von Kindern und würden die Kinder verletzen. Wenn Erwachsene nebenstehen, dann kratzt er ihn maximal am Oberarm, wenn er macht. Ist der in einem Glas, in einer Vitrine drin? Dürfen wir das Foto nochmal sehen? Ja. Ich glaube, der war in einer Vitrine drin. Ja, das ist richtig. Und dann ist es ja doppelt lustig, dass sich das Kind alleine nicht mit diesem Eisbären fotografieren lassen vielleicht darf. Vielleicht ist dort zu kalt. Also aus im Museum. Naja, aber er ist ausgestopft, aber damit die Leute sich damit der ausgestopfte und Eisbär artgerecht gehalten wird. Super, damit super. Damit die Leute wissen, so kalt ist dort. Oder es ist warm und die Kinder sollen lernen, ui, die Erderwärmung ist gar nicht gut, weil der Eisbär kann sich schon nicht mehr bewegen, so warm ist. Die Kinder sollen die Kindertatschka und auf das Glas einfach. Das ist ja Unrat. Nein. Gehen wir mal zu dem Bundy. Bei Bundy Bär. L-Bundy. Nein, es hat nichts mit Bundy, L-Bundy zu tun. Bundy? Er steht in einer Ortschaft, die heißt Bundaberg. Bundaberg. Und das ist im Bundesstaat Queensland, nördlich von Brisbane, und zwar 380 Kilometer. Dieser Eisbär ist das Logo, das Maskottchen der berühmten Rumfabrik von Bundaberg. Ja? Und die haben diesen Eisbären eben als Markenzeichen. Und wenn Sie nun Kinder, wie seht ihr das, mit diesem Eisbären fotografieren lassen, haben die Verantwortlichen der Rumfabrik Angst, dass das falsch verstanden werden könnte. Weil das ist ja sofort auf Facebook und auf einmal wird dann interpretiert, die wollen, dass sich Kinder, Jugendliche mit dem Markenzeichen für eine Rumfa-Firma ablichten lassen. Und deswegen wollen sie, dass ein Erwachsener dabei ist, damit sie sagen können, naja, da hat ja einer offensichtlich, ein Erziehungsberechtigter, die Verantwortung übernommen. Und deswegen soll das sein. Der Erwachsene muss schwer betrunken sein, der Erwachsene. Okay, also der Erwachsene übernimmt die Verantwortung für das Foto und das ist die Auflösung mit dem Bären als Bären aus Bundaberg. Gut. Unlösbar. Du sprichst doch, das kann man nicht lösen. Mit dem Bären So, kommen wir zu etwas anderem. Weil ihr mich so nett anseht, hätte ich eine ganz schöne Frage für euch. Ha? Was ist eine Halleluja-Zwiebel? Na gut. Kirchturm, der so zwiebelförmig ist. Aha. Gescheit. Das ist nicht blöd. Nein, das möchte ich wirklich belohnen. Das ist einfach... Ja, es ist Architektur, fad, aber richtig. Aber die Assoziation, das belohne ich einmal. Es ist nicht nur, dass irgendwie so ordinäre Sachen bei mir belohnt werden, sondern auch intellektuelle, architektonische. Das ist was Ordinäres, Halleluja-Zwiebel. Nein, eine Zwiebel. Ein Zwiebelturm ist was Ordinäres. Quasi, wo der Turm quasi aufgerichtet ist und oben hat das die Form einer Zwiebel. Das kann unter Umständen als ordinär empfunden werden, wenn man assoziiert. Wenn unten auch zwei Zwiebeln sind. Das wusste ich genau. Gut.
Naja. Es ist ja seit den Dornenvögeln so eine Geschichte, dass Frauen immer das Unerreichte gerne haben und, ja, und sich ja. in Priester verlieben. Seit den Dornenvögeln? Ja, ja, seit damals ist das. Okay. Und wenn jetzt ein Priester ein total Fescher ist im neuen Ort, dann sagen die jungen Frauen, das ist ein Halleluja-Zwiebel, bist du da immer. Ich habe keine Ahnung, wozu das dient, aber es gehört zum Welttag des Lachens. Oh ja, schon, weil im übertragenen Sinn, wenn du dann den Priester, also wenn du Schale für Schale jetzt dann ausziehst, dann fängst du zum Lachen an. Ich weiß, es schützt dich, aber du bist so schön. Ich weiß, es ist falsch, aber du bist so schön. So ein schönes Mountsbild. Ja. Hochwürden küssen. Wenn man nicht weinen kann, obwohl die so rührend ist, die Predigt, und um dem Pfarrer einen Gefallen zu machen, ein junger Pfarrer, der gerade neu in den Ort gekommen ist, dann nehmen sich heute halt Eimer und eine Zwiebel und tun sich das, weil das so eine schöne Rede war. Ja. Ja, okay, das kann man in der Kirche verwenden und wird ja auch am Set verwendet. Ne, oder? Am Set? Am Set, genau. Beim Film, oder? Natürlich, zum Film, nein, nicht mehr wahrscheinlich. Na, mit Zwiebeln haben wir mittlerweile. Achso, naja, bei mir war das in den 50er Jahren. Damals, ja. Aber, wie wir noch gedreht haben. Wie wir noch gedreht haben. Na, ist es vom Film was, dass man das Weinen herbringt? Nein. Es ist nicht vom Film her. Eigentlich ist das, was die Eva gerade gesagt hat, das ist der kirchliche Zugang. Richtig. Ist ein richtiger Weg. Aber noch die falsche Richtung. Wir in der Steiermark essen ja, obwohl Ostern schon lange her ist, immer noch gerne Gesächtes mit Krähen. Und unser Bauer am Land hat immer gesagt, der Krähen ist dort am schärfsten, wenn er nicht unbedingt die Toilette benutzt, sondern dort sein kleines Geschäft verrichtet. Der Krähen? Ja, der Krähen wird dort am schärfsten, was so, hinsorgst, okay. hat er gesagt. Jetzt verstehst du. Entschuldigung, aber... Jetzt Vielleicht ist es bei der Zwiebel ähnlich. Der ist so scharf, dass du sagst, Halleluja ist das. Man singt Halleluja. Ja, also, Halleluja ist ein Song ist das in einer Kirche. Im Buch eine Zwiebel das Zeichen, dass jetzt Halleluja gesungen werden sollte? Ja. Wo ist die Zwiebel? Im Liederbuch. Ja, die Gotteslob-Zwiebel, die auf Halleluja hinweist. Nein. Ich erinnere mich. Ein Zeichen. Es schaut aus wie eine Zwiebel. Es ist keine Zwiebel, es sieht aus wie eine Herz, Zwiebel. Ein brennendes Herz, dieses brennende Herz. Ein brennendes Herz sieht aus wie eine Zwiebel? Oder war das Vampirfilm? Was ist das? Ja. Oh, Eva. Eva? Schauen auf den Moderator. Aber es hat mit der Kirche zu tun. Es hat nichts mit der Kirche, sondern mit einer kirchlichen Organisation zu tun. Jetzt sage ich schon fast alles. Russisch orthodox. Nein, mit einer kirchlichen Organisation. Das gehört die Jungschar. Pfadfinder. Es ist nicht die Jungschar. Ministrant. Pfadfinder. Es hat mit der Kirche ÖVP. Zu tun. Und es. Wir müssen jetzt alle Symbole visuell im Kopf durchgehen. Ich helfe euch doch einmal. Symbol ist kein Symbol. Es ist auch etwas, das man haben kann, das in Form einer Zwiebel gemacht wird. Und die einzige Person an diesem Tisch, die eine Halleluja-Zwiebel haben, ich meine, ihr könnt jetzt theoretisch alle haben, aber eigentlich ist es was für Frauen. Eierstockentzündung. Was ist das? Eierstockentzündung. Nein. Die Halleluja-Zwiebel hatten Angehörige der Heilsarmee. Und zwar, weil sie die Haare, die lange in einer besonderen Form gesteckt haben. Und zwar in Form eines Dutts. Knoten. Der Dutt, kennt ihr das? Ich zeige euch das mal. Bitteschön. Das ist die Halleluja-Zwiebel. Und das sieht aus wie eine Zwiebel. Und das war früher bei den Angehörigen der Heilsarmee, wenn die so daherkommen sind, weil sie doch ein bisschen eben klerikal und dementsprechend gesinnt waren, hat man gesagt, na, da kommt's mit der Halleluja-Zwiebel. Super. Ja, genau. Wurde auch genannt Entsagungsdutt. In der Zwischenzeit bedanke ich mich bei Raffaella Stock aus Wien mit einem 300-Euro Büchergutschein. Meine Damen und Herren, und wie jedes Mal darf ich mich auch heute an Sie vertrauensvoll wenden. Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften, auf Ihre Dinge der Woche, auf ein lustiges Piktogramm. Alle Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu treten, sind an dieser Stelle eingeblendet. Wir besuchen Sie auch gerne mit der Kamera, wenn Sie einmal den großen Auftritt bei Was gibt es Neues haben wollen. Und dann stellen Sie in meinem Rateteam die Frage persönlich. Hallo liebe Rategäste, mein Name ist Sophie und ich komme aus Gmunden.
Aus meinem letzten Urlaub habe ich euch dieses rätselhafte Piktogramm mitgebracht. Was mag das wohl bedeuten? Bitteschön, schaut es euch nochmal an. Was mag es bedeuten? Wenn das heißt, dass Hunde da nicht herscheißen dürfen, sind es nur Hunde, die so Designer kacken, dass das wirklich so schön ist. Nein, anschaut. Es ist zu, aber Gerald, es ist zu schön für. Ja, ich meine, also, vom Rudi Kleinzeichen, das Bild. Ja. Ja. Keine Kappe auf die Hundekacke legen. Nein, aber keine heißen, da gibt es ja in Restaurants oft so diese die Glocken. Keine heißen Glocken. Wenn ich das sage, hört es sich nicht deppert, oder? Nein, aber ja, so, weil das Wesen einer Glocke aus dem Haubenlokal ist, dass sie hier einen kleinen Griff hätte, ja, weil sonst kannst du sie ja dann nicht abnehmen. Mir fehlt eine Frage. Normalerweise, ich meine, die Dame, ja, die Sophie hat von ihrem Urlaub gesprochen. Ja. Die erste normale Frage wäre, wo war die auf Urlaub? Ja, sie ist ja nicht mehr da. Schau da nur zu, wie wir scheitern. Aber sie war sie in Japan. Na, wo war sie? In Japan? Nein, war sie nicht. Korea. Nein, Djerba. Vietnam. Mach Djerba. Einfach alle Djerba. Länder Thailand. Durch. Was, Japan? Nein, Djerba. Ja. Djerba. 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 Na, da ist ein Djerba auf dort. Kein Mitleid. Nein, Mitleid. Man darf nicht zelten. Kameldung darf man dort nicht hin. Vielleicht ist ein... Entschuldigung. Ja. Das ist ein Kamelpark. Kamel für die tunesischen Fiaker, ja. Dass die sich dort nicht hinstellen und das kein kommt. Kein Lagerfeuer im Tipi. Oder wie heißt es dort, das Zelt? Ja, Tipi. In Tunesien? Ich weiß es jetzt nicht wirklich. Kein Feuer im Zelt. Kein Indoor-Lagerfeuer. Aha. Du glaubst, es gibt Menschen, die machen im Zelt ein Lagerfeuer? Ja, einmal. Ja, okay. Ein Swimmingpool. Jetzt habe ich euch aber geholfen. Badehaube. Keine Badehaube aufsetzen. Keine heiße Badehaube. Mit der Badehaube nicht in die Sauna gehen. Ich habe schon gesehen, Leute, die das gemacht nicht haben. Mit Stahlhelm schwimmen. Kein Stahlhelm beim Schwimmen. Ja, aber was sind denn diese... In der Nacht darf man nicht schwimmen. Diese Stinkezeichen da oben. Nicht mit stinkenden Badehaube. Nicht mit stinkenden Haar. Das Mützel aufsetzen. Sind das Haare, die ausgehen. Vorsicht, Würmer. Ja, ja. Setzen Sie eine... Wo? In der Badehaube. Ja. Na, aber man darf nicht mit Würmern in den Haaren ins Wasser gehen. Ja. Warum ausgerechnet auf Djerba bei einem Swimmingpool? Naja, weil dort geht es echt arg zu. Starker Haarwuchs. Und wenn die Haare sehr stark wachsen, während man schwimmt, treten sie durch die Badehaube aus im Wasser und dann ist das, was wir daheim in der Badewanne haben. Wenn sie einen Ausfall haben, nehmen sie eine Badehaube. Das ist ja verboten. Aber das ist ja verboten eben. Dann nehmen sie keine Badehaube. Schwierig. Sehr schwierig. Aber ich gebe ganz offen und ehrlich zu, der Grafiker, der dieses Piktogramm entworfen hat. Hat gerade angefangen, ne? Ja, der war Anfänger, weil die Sophie wird uns jetzt sagen, was dieses Piktogramm tatsächlich bedeutet. Und ich glaube, ihr könnt gar nicht drauf kommen. Ohne dieses Beweisfoto würdet ihr mir es nicht glauben. Diese dunkle, dampfende Halbkugel soll wohl ein Stück Kuchen darstellen. Es ist verboten, im und am Pool zu essen. Richtig. Boah, das haben wir ja gesagt. Ja. Ich kann das Arabische entziffern, das ist noch genau. Es ist verboten, im und am Pool Kameldung zu essen. Weißt du, schön war mit dem Piktogramm, machen wir gleich weiter. Ja? Aber mit keinem Piktogramm, sondern mit dem Ding der Woche. Oh Gott, wir haben was ganz was Schönes. Wir haben wirklich etwas ganz Wunderbares. Ich weiß nicht, ich zeige es Ihnen einmal so, meine Damen und Herren. Und ich verrate Ihnen schon, wie ein Insert, wozu das Ding der Woche dient. Man möchte es nicht glauben. Und jetzt fragen wir einmal den Andi Witasek, bei dem fangen wir an. Ist okay, wenn wir bei dir anfangen? Ja, bist du psychisch gewachsen? Ja, ich weiß, wie ich da anzufangen habe. Okay. Es ist rosa. Ja, danke. Aus Plastik, es steht nichts drauf. Na, sicherheitshalber. Nicht. Zumindest kann ich es nicht lesen. Du kannst es, auch wenn du es lesen kannst, kannst du es nicht lesen, es ist japanisch. Es ist japanisch. Mhm.
könnte auch chinesisch sein. Das liegt aber nur an deiner Alterskurzsichtigkeit. Oder ja, das ist ganz klar. Warte, kannst du das Glas und deine Goodies wegtun, weil sonst sieht die Kamera. Das Ding kannst du jetzt wiederholen, das wollen wir schon sehen. Wahrscheinlich ist es wieder zur künstlichen Befruchtung von Schweinen und ich tue mir es wieder ins Gesicht stecken. Aber es hat irgendwie... Hast du dir das jetzt die Bällchen in die Nase gesteckt? Bitte. Ja, es ist ein, es ist ein Popelrausholer aus Kiel. Aber wirklich? Ja. Aber wirklich auf die feine Art. Ein Popelrausholer. Ja, aber schön. Das heißt Raumer bei uns in Österreich. Ja, es klingt doch sehr sympathisch dabei. Es hupft auch nicht. Es gibt ja manchmal so Sachen, die machen dann irgendwie... Ja, vielleicht, weil du den Schalter noch nicht gefunden hast. Ja, ja, ich hab ihn. Wait, und jetzt? Ja, ich hab ihn. Wait, mein Gott, jetzt hat er's. Hey! Schau, wie er sich freut. Komm, ja komm! Ja komm! Gleich stürzt du ab. Das ist ein Tischstaubsauger. Wo saugt der die Bröseln auf? Das ist ein Schildkrötenanimierer. Und du meinst, wenn Schildkröten langweilig ist, dann geht man sowas und dann kämpfen die. Nein, oder davon. Künstliche Befruchtung, Schildkröten. Das ist nicht ein, Schweine, sondern. Das ist ein künstlicher Schildkrötenbefruchter. Ja. Sehr gut, dreh es wieder ab, bitte. Aber nur also, erst steckst du es dir in die Nase und dann willst du damit eine Schildkröte befruchten. Ja, naja. Man muss nur die Reihenfolge beachten. Das ist. Gerald, das war so lustig. Da habe ich was für dich. Gut, das gehört dir. Oh, gehört vielleicht dazu. Oh, Entschuldigung. So gehört es nicht dir. Warte, ich gebe dir. Okay, kann man wir das zeigen das mal her. Man kann das da oben aufklappen, dann drückt man da drauf, dann kommen diese beiden weißen Mini. Kügelchen? Eier, ich sage. Das sind keine Eier, sind Kügelchen. Kügelchen? Ja. Runter. Wenn wir sagen, das ist ein Stehbein. Ein Stehbein? Das Stehbein. Ist ein Stehbein. Unten? Ja. Ein so, Stehbein. Ja. Gut. Und da kann man was ein. Das ist ein Bein. Das heißt, man könnte jetzt, wenn es jetzt so steht, könnte man da etwas einspannen. Was macht das dann? Das geht runter. Dann geht es wieder rauf. Und also ein Zigaretten- das schaut man einfach schon mal flach. Hast du schon mal im zweiten Bildungsweg als Profiler probiert? Ich möchte mal eine wichtige Botschaft an alle senden. Es vibriert. Ja? Es vibriert und es fühlt sich nicht unangenehm an. Okay. Es ist also zum Teil ein Vibrator und das sollte reichen, dass du das vielleicht jetzt weiterlöst. Also damit kannst du, also, da bist du davon gekommen. Schildkrötenbefruchtung haben wir gehabt, Vibrator haben wir gehabt und Nasenrammelpuppel. Das da. Das sind ja schon, ich glaube, die Summe ist mehr als die einzelnen Teile, aber wir sind am guten Weg. Nein, ich meine, du hast so blöd reagiert beim in die Nase stecken und so, aber jetzt für Brillenträger ist es natürlich schon so ähnlich wie diese Dinge, die man bei der Brille manchmal auf der Seite hat. Ne? Und Bügel? Aber man kommt halt nicht rein, das ist noch nicht... Was meinst du bei der Brille? Na, bei der Brille haben wir so ja, diese die Bügel. Wie auch immer das heißt. Die Nasenspoiler, ja genau. Die nennt man das nicht Nasenbügel? Nennt man das nicht Nasenbügel? Kann Nasengimmel? Ja, die bin ich gut. Gut. Ja. Es ist vielleicht dieses was von den Neos, dass der Strolz fliegen kann. Ich weiß es nicht. Oder zum Bäume umarmen, um von den Zapfen den... Den Nektar zu saugen. Naja, so irgendwas. Ja. Komisch. Ich nehme an, es ist irgendwas zu essen, aber... Zu essen? Nein, also, fehlt noch was? Das ist auch immer eine Frage, die noch nie mehr gestellt Nein. Es wird so verwendet wie... Aber es ist sicher für was? Am Menschen. Am Menschen. Am lebenden Menschen. Und was machen die Japaner gerne? Und einer von euch hat es schon richtig verwendet. Er hat es richtig verwendet, aber er hat die falsche... Seite verwendet. Ist doch für die Nasen. Der Gerald, zum Massieren. Zum Beispiel. Oder Schildkröten befruchten. Ja. Ich möchte dann aber, dass, wenn wir draufkommen, oder wenn ich es euch sage, dass es einer ausprobiert. Also eine Schildkröte befruchtet. Hat er eine Schildkröte da? Okay. Kein Problem. Ich habe immer eine Schildkröte mit. Die ist gerade läufig. Ich hab's gemerkt. Ein großer Panzer, da kommt der Kopf. Schön. Ich habe keine Ahnung. Oh, aber vibriert. Was ich zuerst sagen wollte, die Japaner haben doch immer so skurrile, jung erhaltende Dinge. Da haben wir einmal gehabt, so ein
Gummimasken, das dann ja. den Ohrwaffeln ja, spannt. Ja, ja, richtig, genau. Also was willst du da junger halten damit? Die Nase. Die Nase. Ja. Na, vielleicht willst du sie nicht junger halten. Ja? Aber entglätten. Also glätten. Entglätten. Ja, falls du eine Unzelnase hast. Eine Nasenzerfurche. Oder eine europäische ja. Nase machen. Nach der Nasenoperation zum Beispiel, mhm. also Michael Jackson hätte das vielleicht ganz gerne gehabt, diesen mhm. Gegenstand, kann man die, belebt es die Nase ein bisschen, nur durchblutet das, die Nase. Das, doch, das kann man verstehen, das heißt, das gehört doch irgendwo eingehängt. Ne? Wo? In die Nase. Ich würde der Lukas sagen. Aber nach der Schönheitsoperation, nach der Schönheitsoperation, wenn man zum Beispiel etwas die, besser die, die Schönheitsidealis in Europa, ne? Die machen ja die, machen sich auch als Idealis in Europa. Also für Moment, nicht Menschen. Alle auf einmal, aber du nicht kannst politisch, oder? Sagen, jetzt sind wir gerade beim Lukas, der sich versucht, das auch in die Nase zu stopfen. Nein, ich verstehe. Für dich gibt es ja ich denke mal den Mond, mir ist wohl. So, Sie sehen, wir haben uns alle sehr, sehr lieb. Der Vita 6 steckt es in die Nasen und der Lukas nimmt es gleich in den Mund. Ja. Wow. Ja. Das ist, wenn man dritte Zähne ja. hat, dass die an der Nase ja. hängen bleiben können. Wenn man das Ach so, da kann man sich die Zähne, das kann man so auf und ab. Ja. Nein! Nein. Ja, wenn du die dritten Zent nicht findest, dann kannst du ja. auch da anhängen. Dann genau, am Abend gibt man die dritten Cent da rein und atmet auf und dann macht man so zu bisschen. Dann werden massiert ein bisschen. Warte, ja. wo ist da so eine Nase? Ja. Wo ist da so eine Nase? Na, ich greife das nicht mehr an. Das so. Okay. So. Jetzt mach's uns vor. Ich mach das nicht mehr vor. Ich mache das sicher niemand mehr vor. Gespannt. Wir haben das heute bei der Probe. Du hast vorher etwas sehr Gescheites gesagt, Gerald. Da habe ich dich unterbrochen, weil wir gerade beim Lukas waren. Was war das mit dem Schönheitsideal der Japaner, der asiatischen Nasen gegenüber? Ja, das Schönheitsideal ist ja die europäische Nase. Mhm, genau. Und vielleicht kann man damit die europäische Nase formen oder. Eben, weil die japanischen, asiatischen Nasen sind doch ein bisschen flacher und kleiner geraten. Und weil es eben dieses Schönheitsideal gibt, dem man nachahmt oder nachstreben möchte, gibt es dieses Ding der Woche. Das gibt es. Ja, wow. Du machst dir damit eine größere Nase, eine größere, das flachere, hervorstehendere Nase. Ich demonstriere das sicher nicht. Ich wollte es ja gerade. Nein. Die Kugeln in den Nasen stecken? Aber du hast sie richtig gehabt dann eigentlich, oder? Ja, wir haben sie alle richtig. Ja, aber er wollte einen Nasenpopel damit rausholen. Ja, hallo. Das ist ja zwangsläufig die parallele Erscheinung. Ein schöner Nebeneffekt. Ein schöner Nebeneffekt. Du musst jetzt erst träumen und dann. Natürlich, du machst das so auf und dann. Ich mach das sicher nicht mehr, aber ja, das ist geht. Ich habe es schon ausprobiert bei der Probe, als es noch steril war. Man sieht sie ja ein bisschen. Aber ein schönes Ding der Woche. Ich bedanke mich bei Thomas Pfeiffer aus Wien mit einem 300-Euro Bücher-Gutschein für das Ding der Woche. Gut, am Donnerstag ist es soweit. Conchita Wurst wird mit ihrem Song Rise Like a Phoenix im zweiten Halbfinale des Eurovision Song Contest in Kopenhagen gegen 14 weitere Nationen antreten und hoffentlich einen Platz im Finale ergattern. Wir halten auf jeden Fall schon einmal die Daumen. Und aus diesem Anlass haben wir Conchita Wurst gebeten, uns heute die Probefrage zu stellen. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dem Rätselclub des österreichischen Farbfernsehens. Ich freue mich ja schon sehr auf unser kleines paneuropäisches Wettsingen in Kopenhagen und werde dort mein Bestes geben und versuchen, die Krone nach Österreich zu holen. Das wäre ja dann eine Conchita-Krone, nicht aber eine Wurstkrone, denn das ist was ganz anderes. Nur was, stellt sich die Frage. Ja, und das möchte ich jetzt von euch wissen. Oh ja, das, ich weiß, was das sein, wenn die Wurst hat ja zwei Enden. Und manchmal ist das mit so einer Eisenmanschette und das, was dann wegsteht, schaut aus wie eine Krone. Ich weiß schon, was du meinst. Ja, das ist falsch. Aber es ist auch. Aber schön. Aber ja. Aber es schaut aus wie eine Krone. Ja, aber relativ klein. Ich habe es versucht, wenn du es aufsetzt, das hält dich nicht mehr. Aber man sagt doch immer, mit dem Kind spielt keiner, deswegen muss man eine Wurst umhängen, damit die Hund wenigstens mit dem spielt. Und vielleicht, damit man zum Geburtstag kriegt, die Wurstkrone. Erzählst du gerade aus deiner Kindheit? Ja, oder? Ja. Einzelkind. Oh, ja, wer wird das? Oh, danke. Ja, gut,
Er hat quasi genug Geld, um sich einen Therapeuten zu leisten, also so gesehen. Im Kindergarten der Knacker an dich. Nein, schau. Kleiner Trost, deine Nase. Vorsicht, Nase. Da bin ich froh, dass du den Pariser an dich gesagt hast. Der Braunschweiger Bärtel. Aber ist es beim Würstelstand, wenn eine Käsekreiner ordentlich gebraten ist? Also, was ist dann? Dann rinnt der Käse nicht ganz aus, aber tritt ein bisschen aus und formt dann quasi eine Kruste, auf der die Käsekreiner dann quasi ruht. Und das ist eine Krone. Und dann drehst du sie um, die Wurst, wenn du sie aufschneidest, und hast quasi auf der Wurst oben eine Krone. Da zählt es ja mal an Würstelmann. Könntest du das machen, dass die Haut immer ruht, dass die Burenhäutel auf der Krone ruht? Hol dir auf der Leberkasse. Und der muss jetzt nur Käseleberkäse. Ja. Jetzt fliegen sie schlecht. Ja. Ist das da? Kommt das. Aber es gibt so Passionsspiele in manchen Gegenden. Mhm. Und das, wenn es jetzt einmal eine Wurstgegend ist, dass die statt der Dornenkrone ja, eine scharfe Wurst, die tut auch weh. Ein Chorizo. In Spanien gibt es ja. Das ist doch ein Wahnsinn. Ja. Das ist wie im Brunnen, der trifft man. Ja, komm mal her. Aber Lukas. Du meinst, Lukas, eine Wurstgegend so wie Österreich. Ja, zum Beispiel. Wir haben jetzt gerade, ist ja 2. Mai heute. Und bei einem Maibaum vielleicht gibt es ganz oben die Wurstkrone. Wenn man ganz raufklettert, sind oben die genau. Besten Würste. Ja, Würstel und so. Ja, ja. Und das meinst du, ist die Wurstkrone? Das wäre natürlich eine sehr aus gegebenem Anlass gestellte weil Frage. Das weil heute ja, ja. Ja. Würde gut passen. Würde super passen, aber. Ja. Nein. Vielleicht ist es, wenn man nach Ungarn zum Zahnarzt fährt. Ja, und das hat schon Wurstkrone. Was kriegt der aber Wurstkrone? Ich hätte gerne die 6 rechts hinten. Ja, Wurstkrone. Eh so billig. Ja. Ja. Ja, das ist alles sehr launig, sehr unterhaltsam, ja, aber falsch. Komplett falsch. Und wer könnte uns die Antwort besser geben? Was ist eine Wurstkrone als Conchita-Wurst? Ja, also die Wurstkrone werde ich mir wohl eher nicht aufsetzen, denn das ist ein zumeist massives Eisengestell, das früher unter die Decke gehängt wurde, um eben Wurst oder Wild aufzuhängen oder Kräuter zum Trocknen. Heute wird es eher zu dekorativen Zwecken verwendet. Naja, so viel zur Wurstkrone und jetzt würde ich mich freuen, wenn ihr mir die Daumen drücken würdet für den Song Contest. Alles Gute, Conchita Wurst, dass das ein Platz im Finale wird. Ich bedanke mich bei euch. Ganz tolle Leistungen. Danke bei Ihnen hier im Saal und bei Ihnen zu Hause. Ich freue mich auf ein Wiedersehen. Und am nächsten Freitag bei Was gibt es Neues? Schönes Wochenende.